Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4 Runaway Teen Challenge. Und das letzte Mal war es sehr aufregend. Es kam sehr unerwartet und ich musste mich davon tatsächlich auch erstmal erholen, weil Emmas Mutter hat sich gemeldet. Emma weiß jetzt endlich, wer ihre leiblichen Eltern sind und das war für sie und für mich irgendwie sehr, sehr aufwühlend, weil sie auch sehr, sehr viele Fragen hat und die Ereignisse haben sich einfach überschlagen, weil eigentlich hat Emma jetzt am nächsten Tag ihren Abschluss. Baby Henry hat Geburtstag, Umstyling steht an und irgendwie geht alles gerade so drunter und drüber und ich hatte das zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht geplant. Aber jetzt ist es raus und ich glaube, allen geht es damit besser, auch wenn sie damit erstmal arbeiten müssen, es fair arbeiten müssen. Und Emma ist jetzt wieder nach Hause gegangen mit Simon. Sie stehen gerade vor der Haustür. Im Hintergrund sieht man noch das Haus von Lauren und Jared. Und Simon hat einfach dann, bevor sie nochmal ins Haus reingehen, Emma nochmal in den Arm genommen, nach der Mutter, es ist alles gut. Red nochmal in Ruhe mit ihnen. Du hast das ganz toll gemacht. Wir gehen jetzt rein. Ihr geht's auch gut. Ihr geht's gut. Sie kann schon wieder lachen. Simon ist total flirty drauf. Sie haben auch ein zweideutiges Gespräch. Ist einfach wundervoll. Und guck mal, wechsel mal die schmutzige Windel. Die zärtlichen Momente und herzzerreißenden Erinnerungen sind lange vergessen. Vorwürfe und Enttäuschungen haben die Oberhand gewonnen. Emma und Olive sind keine Kumpel mehr. Sei stark. Was ist denn das? Was soll das denn? Elodie hat sich schon ins Bett gelegt. Die hatte so gar keinen Bock, auf den kleinen Bruder aufzupassen. Und Gideon war gerade noch wach. Wahrscheinlich hat Gideon sich die ganze Nacht, also jetzt ist ja auch erst Mitternacht, um Henry gekümmert. Und die beiden haben jetzt auch ihren Schlaf verdient. Und nee, du nicht. Du nicht, mein Freund. Wir wollten noch den Geburtstag feiern. Weil eigentlich würde ich schon gerne, dass die beiden jetzt ins Bett gehen, aber ich habe Angst, dass Baby Henry in der Nacht altert. Können wir nicht morgen den Geburtstag von Henry feiern? Ich meine, der schläft ja jetzt. Springt bestimmt alleine aus der Wiege raus, wenn ich die jetzt schlafen schicke, weil die sind doch alle so müde. Die wollen auch ins Bett gehen. Okay, dann hoffe ich, dass Henry bis zum nächsten Tag durchhält, weil Emma muss unbedingt schlafen, weil sie hat morgen, ich glaube, um 12, um 10, um 8, auf jeden Fall irgendwann morgen Vormittag, Mittag ihre Abschlusszeremonie. Und danach können wir den Geburtstag von Henry feiern. Ich hoffe nur, dass er das so lange noch durchhält. Und Baby Henry ist wach. Komm, wir herausfinden, was los ist. Das ist doch gut. Guck mal, Simon, ich weiß, du bist müde, aber so müde wie Emma bist du tatsächlich nicht. Und wir haben schon wieder Vollmausis. Aber morgen kommt ja die Haushaltshilfe wieder und dann wird hier das Haus gereinigt. Dann müssen wir uns damit gar nicht rumärgern. Na, Henry, was ist denn los? Sag mir, was ist los? Was stimmt nicht? Was hast du auf dem Herzen? Hunger? Oh, guck mal, wir füttern dich. Wir füttern dich, Baby. Oh, ich freue mich, dass er heute Geburtstag hat. Das wird richtig schön. Warum ist die Musik hier eigentlich schon wieder an? Kein Wunder, dass das Kind nicht schlafen kann. Es ist so niedlich. Oh Gott, ich liebe das. Staubsaugen? Du willst doch jetzt nicht mitten in der Nacht staubsaugen. Du hast sie wohl nicht alle. Hier, du kannst die noch mal ein bisschen liebkosen und dann gehst du bitte wieder schlafen. Sonst bist du morgen nämlich auch nicht fit. Ich liebe das einfach so sehr. Oh, wie Baby Henry sich freut. Jetzt geht's ins Bett. Und du, Baby Henry? Da bist du. Baby Henry, du schläfst jetzt auch, ne? Schläfst du die Nacht bitte, bitte durch und wirst nicht älter, ohne dass wir irgendwas klicken? Das wäre ganz, ganz toll. Bitte, Baby Henry. Bitte. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlafen. Augen zu. Augen zu. Die Elodie ist wach und sie möchte Käse grillen. Nee, haben wir... Was ist... Warum angespannt? Was ist los? Alles wirkt ein bisschen schmutzig. Ach komm. Stellt euch nicht so an, Kinder. Stellt euch nicht so an. Ach, räumt das mal bitte auf. Und wir haben noch so viel Reste im Kühlschrank. Um Gottes Willen, das wollte ich euch doch zur Schule mitgeben. Oh no. Okay, dann müssen wir das leider wegwerfen. Und guck mal, Eier und Toast. Nein, 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 nein. Gideon, du musst nichts kochen. Wir haben so viel im Kühlschrank. Nein, oh Gideon. Wir haben so viel im Kühlschrank. Denn wenn du es schon rausholst, ist es bezahlt. Dann kannst du es auch zubereiten. Hier, Gartensalat fortsetzen. Bitte. Emma ist schon wieder wach. Guck mal, Emma kann sich dann um Baby Henry kümmern, schmutzige Windel wechseln und duschen und Hunger. Guck mal, dann kannst du dir hier auch was zu essen rausnehmen. Öffnen. Alter, was wir alles an Essen hier drin haben. Das ist unfassbar. Erziehungslevel 6. Yay. Hironga. Alles gut, Henry? Geh einfach durchs Kind durch. Ist kein Problem. Ist kein Problem. So, Emma kann jetzt noch duschen gehen. Und, oh, hier ist wirklich alles schmutzig. Guckt euch das an. Wann kommt unsere Haushaltshilfe?
Hallo, warum schneit es eigentlich schon wieder? Es ist Frühling, wir wollen keinen Schnee mehr. Hat es bei euch in Real Life auch wieder geschneit? Hier ist gestern ein bisschen geschneit, aber nur ein klitzekleines bisschen. Und es ist nichts liegen geblieben, zum Glück, weil Schnee brauchen wir jetzt nicht mehr. Beginnt bald, Abschlusszeremonie, ich freue mich so. Emma kriegt hier einen Abschluss. Komm, schnell duschen, Emma. Schnell, schnell, schnell duschen. Schnell, schnell, schnell duschen. Und dann müssen wir los. Oh, Elodie, geh halt raus hier. Elodie, raus da. Hör auf, deine Mutter anzustarren. Raus. Lass deine Mama duschen. Gideon, sind das deine Hausaufgaben? Elodie, sind das... Wessen Hausaufgaben sind das? Wessen Hausaufgaben sind das? Können wir das hier einfach reinpacken irgendwie ins Bücherregal? So, zack. Was schaffst du hier eigentlich durch die Gegend? Du machst bitte deine Hausaufgaben. Und du machst auch deine Hausaufgaben. Nichts läuft hier. Guck mal. Liebkosen. Und hüpfen. Und Grimassen schneiden. Die Abschlusszeremonie beginnt jetzt. Gleich. Jetzt! Abschlusszeremonie. Ja, wir machen mit. Auf jeden Fall. Emma. Ich höre Feuerwerk. Es ist wunderschön. Sie sieht so niedlich aus. Mit ihrer Abschlussrobe. Mit Serena plaudern. Wo trefft ihr euch alle? Wie man hier ständig hoch und runter hüpft. Was hast du denn für Schuhe an? An Abschlusszeremonie teilnehmen. Natürlich! Bist du jetzt extra hierher gelaufen, um irgendwie mit irgendeiner Type zu reden? Los, Emma! Du kommst zu spät zu deinem eigenen Abschluss. Julia, nein! Nein! Nein, ich will einfach nur meinen Abschluss machen. Danke! Oh, Emma hat sich total verlaufen. Guck mal, da sind Leute zum Abschluss. Irgendwie haben die ganz verrückte Sachen an. Da ist ein Glas. Ich hab's verpasst! Ich hab das Hüte hochwerfen verpasst, weil ich schon wieder hochgeglitscht bin. Oh Mann! Uni! Och Mensch. Ich wollte doch das Hüte werfen angucken. Oh mein Gott, ist das alles awkward. Ich hatte mir das viel schöner vorgestellt. Ich dachte, ich krieg das hin und verpasse es diesmal nicht. Bei Keanu habe ich es auch verpasst, als er seinen Abschluss gemacht hat. Hier hat er irgendwie so ein komisches Glas in der Hand. Mano, haben alle komisch farbige Augenbrauen. Das war einfach mal nix. Ein Abschlussporträt. Okay, ich lieb's. Okay, wir reisen jetzt wieder nach Hause und feiern mit Baby Henry endlich seinen Geburtstag. So, wir sind zu Hause. Och Henry, du hast bestimmt Hunger. Guck mal. Einmal noch an die Brust nehmen und wir hängen hier Emmas Abschlussporträt auf. Ein Rahmen, natürlich. Einen Rahmen. Dunkles Holz. Emma hat ihren Abschluss gemacht. Emma hat einfach ihren Abschluss gemacht. Oh mein Gott, ich bin so stolz auf sie. Okay, du mit deiner Unirobe. Wir werden sie gleich umstylen, zusammen mit Baby Henry. Kommt ihr alle her? Nein, es geht nicht an den PC. Es geht nicht an den PC. Hier hingehen, hier hingehen, hier hingehen und ja, bleib halt da stehen. Guck immer, alle rankommen. Henry hat jetzt Geburtstag. Alle angetreten. Kommt runter. Kommt, kommt, kommt. War das eine Gruppenumarmung? Und jetzt... Oh nein, Mann! Ich möchte werden. Ich möchte Fotograf werden, damit ich eine ganz neue Perspektive des Alltagslebens vermitteln kann. Ich könnte fast alles, was ich schön finde, in ein Kunstwerk verwandeln. Oh, das finde ich irgendwie voll schön, wenn Gideon Fotograf wird. Aber jetzt werden wir... Nein! Nein, 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 nein! Du sollst... Ihr sollt doch alle hier bleiben! Ich will doch, dass ihr beim Geburtstag von Henry dabei seid. Oh Mann, jetzt hauen die alle ab. Mensch! Henry ist älter geworden. Das Kleinkindalter, den ganzen Tag mit Spielsachen spielen, die Welt entdecken und die Kommunikation mit Worten lernen, anstatt einfach loszuheulen. Dies ist der perfekte Zeitpunkt, um im Hinblick auf die Zukunft mit den Fähigkeitenaufbau zu beginnen. Yay! Ich freue mich! Und ist neugierig. Ja, neugierig passt zu ihm, denke ich. Hallo Knirpsi! Hallo Knirpsi! Ist bestimmt auch wieder grüne Augen, ne? Du hast auch wieder grüne Augen. Oh, süßer! Oh ja, ich freue mich. Okay, und wir stylen die beiden jetzt um. Tada! Hallo Henry! Hallo Henry! Er hat schon wieder diese komischen Sommersprossen. Gefühlt jedes Kleinkind, was älter wird,
also Baby, was zum Kleinkind wird, hat diese Ganzkörpersommersprossen, weil die einfach so oft generiert werden. Also ich werde ihm zwar Sommersprossen geben, aber nicht die gleichen, weil sonst sehen die alle gleich aus und das mag ich nicht. So, ich werde das wieder im Schnellverfahren machen und ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß.
So, da sind wir wieder. Das ist der kleine Henry, der hat als Säugling wohl ein bisschen zu viel bekommen. Aber ich finde ihn super goldig. Ich finde die Sommersprossen, die er jetzt gekriegt hat, die passen richtig, richtig gut zu ihm. Und die Frisur ist halt so ordentlich gestriegelt. Ich glaube, er hat nicht die Locken von Simon bekommen, so wie Gideon. Gideon ist ja gefühlt am Kopf explodiert. Und ich finde ihn super. Knüpft sich über dieser kleinen Stüpsen. Ich bin richtig verliebt in den kleinen Henry. Und das ist so sein Alltagsoutfit. Das ist sein schick Ausgeh-Outfit, seine Nachtwäsche. Die hat er so von Anfang an gehabt. Weil eigentlich wollte ich ihn so grünlich anziehen, weil irgendwie die Farbe von der ganzen Familie ist einfach grün. Weil ich das ja oft zu den Augenfarben der Sims mache. Aber ich fand, das sieht so niedlich aus. Deswegen habe ich es ihm gelassen und ihn einfach noch schöne, warme, kuschelige, weiße Socken angezogen, dass er halt nicht friert, wenn er nachts schläft. Und das ist seine Bodykleidung und seine Bodykleidung. Dann das heiße Wetter-Outfit. Da dachte ich zuerst, hat er das Gideon auch? Aber Gideon hatte nicht das an, sondern das aus Eco-Living. Also nachhaltig leben, so heißt das. Und das ist sein kaltes Wetter für drin und sein kaltes Wetter für draußen. Und ich finde ihn so schnupsig und ich hoffe so sehr, dass er euch auch gefällt. Und Emma hat ihr lang ersehntes Umstyling endlich bekommen. Das ist ihr Alltagsoutfit. Ich finde sie so cool. Sie sieht einfach so erwachsen aus, auch mit der neuen Frisur, die sie gekriegt hat. Ich dachte erst so, okay, vielleicht eine kurze Frisur. Aber dann fand ich das so niedlich mit dem Pony und ich finde, das sieht irgendwie richtig cool aus. Sie hat auch diese kleinen Krähenfüßchen am Auge jetzt auch von mir bekommen und mein Handy liegt einfach mal voll im Weg. Ich kann die Maus gar nicht richtig bewegen. Ja, dass sie einfach auch ein bisschen älter aussieht und nicht so in einem Alter wie Elodie, weil das hatten ja auch viele gesagt, so Emma sieht irgendwie auch noch aus wie ein Teenager. Jetzt hoffentlich nicht mehr. Ich habe mir Mühe gegeben, dass sie jetzt auch ein bisschen älter aussieht. Sie bekommt auch nochmal so eine andere Gesichtsstruktur, wenn sie eine Erwachsene ist, weil sie ist ja aktuell noch eine junge Erwachsene. Aber ich glaube, ich werde sie bald altern lassen, weil es sonst zu unrealistisch wäre, so im Hinblick auf Gideons und Elodies Alter. Und ja, ich fand das sehr, sehr schick. Ich hatte ihr erst was anderes angezogen, aber das fand ich dann doch zu altbacken. Das kann sie später irgendwann kriegen. Aber so als Übergang fand ich das jetzt sehr, sehr schick, sehr, sehr klassisch, sehr elegant. Ich wollte eigentlich so klischeehaft dieses Tweed haben, dieses mit diesen Ellenbogenpolstern, so dieses typisch amerikanisch lehrerhafte. Aber jetzt ist es das geworden und bin damit sehr, sehr happy. Dann hat sie jetzt das Outfit zum Ausgehen bekommen. Ich freue mich so auf ihr Hochzeitskleid, Leute. Ihr Hochzeitskleid wird der Hammer. Ich muss es noch raussuchen. Sie wird ein wunderschönes Hochzeitskleid von uns bekommen. Dann das Sportoutfit, das ist auch sehr schlicht gehalten. Dann war das auch eine riesige Umstellung irgendwie. Dass sie jetzt so einen Schlafoverall tatsächlich auch gekriegt hat. Ich habe ihr überall den Piercing weggenommen, weil den möchte sie nicht mehr haben. Jetzt mit ihren, keine Ahnung, wie alt ist sie jetzt? Das Party-Outfit habe ich ihr gelassen. Sie hat nur andere Schuhe von mir bekommen und natürlich die Frisur angepasst. Dann die Badekleidung durfte sie behalten, das heiße Wetter-Outfit. Ich finde das so niedlich bei ihr und ich sehe sie auch irgendwie, dass sie wieder zurück nach Brindleton Bay zieht, weil sie ist so eine Brindleton Bay Mami, finde ich irgendwie. Was meint ihr? Soll sie zurück nach Brindleton Bay ziehen oder sollen sie in Brightchester wohnen bleiben, weil sie in Brightchester ja auch arbeitet? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare, wie ihr das seht, weil so viele Folgen werden wir ja sowieso nicht mehr mit ihr haben. Aber sie zieht dann ja, wenn wir hier mit Emmas Geschichte fertig sind, zieht sie ja ins Generations-Gameplay an, also ab ins Schneeparadies-Let's Play. Und dann würde sie halt da entweder auch in Brindleton Bay oder in Brightchester wohnen, dass ihre Story dann damithin übernommen wird. Ja, und dann hat sie hier das kalte Wetter-Outfit, habe ich einen anderen Pulli gegeben, der auch ein bisschen erwachsener einfach ist und eine erwachsenere Jacke. Kann man sowas überhaupt sagen? Ist ein Pullover erwachsen? Ist ein Pullover jugendlich? Ich habe mein Bestes gegeben beim Umstyling und bin wie immer super gespannt auf eure Meinung. Aber ich bin sehr zufrieden. Zahnspange hattest du nicht mehr, ne? Die hätte ich dir, glaube ich, schon weggenommen. Ja, perfekt. Hattet ihr eigentlich eine Zahnspange? Ich glaube, euch hätte ich eine Zahnspange gegeben. Ich finde sie auch so cool. Hallo! Lässt du meinen Stuhl bitte heile?
Ach, dieses Tier. Eine Zahnspange und... Hast du auch eine Zahnspange? Auch Zahnspange. Na, hab ich doch gut gemacht, oder? Simon hat irgendwie noch gar keinen Umstyle gekriegt. Aber man sieht ihm sein Alter tatsächlich auch an, finde ich. Aber er braucht auch kein Umstyling. Er sieht so einfach schon vernünftig aus. Er altert sehr in Würde. Man muss bei ihm nicht viel ändern, habe ich das Gefühl. Soll ich Simon auch ein Umstyling geben? Aber eigentlich finde ich ihn gut so. Ihr könnt das auch gerne in die Kommentare unten schreiben. Ich würde sagen, ich beende an der Stelle die Folge. Ich habe keine Ahnung, wie lange die jetzt dauert. Ich habe eine Stunde Aufnahmematerial. Eine Stunde? Was habe ich eine Stunde lang gemacht? Freue mich auf eure Meinung und ja, wünsche euch einen wundervollen Montag, einen wunderschönen Start in die Woche und bis zum nächsten Mal. Mua. Tschüss. Bye-bye.